bei dem? Nee, das ist bei dir sein. Im dichtesten Berufsverkehr hat es einen ganz, ganz schweren Auffahrunfall mit 3 beteiligten LKWs gegeben. Es war anfangs eine sehr unklare Lage. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle haben wir einen schwerst verletzten und schwer eingeklemmten Fahrer vorgefunden, wo es galt, diesen aus dem Führerhaus zu befreien. Führerhaus unter dem 2. LKW teilweise eingeklemmt, darunter. Es war Schwerstarbeit für die Klipphausener Kameraden, die heute hier tatkräftig Hand angelegt haben. Und wie gesagt, unter schwersten Bedingungen den LKW-Fahrer im Fahrerhaus erstmal freigelegt haben, sodass der Rettungsdienst ran konnte und ihn notärztlich versorgen konnte. Na, bei einer Crashrettung mit einer seitlichen Öffnung des Fahrerhauses war es hier nicht getan. Der Fahrer war auch vom Lenkrad eingeklemmt. Er war unter engsten Platzverhältnissen nur noch im Führerhaus und wir haben ihn so nicht rausbekommen, da er teilweise unter dem Sattel des 2. LKWs drunter geschoben war. Hier galt es dann mittels Seilwinde und Umlenkrollen Kraftverstärkung aufzuwenden und die Fahrzeuge auseinanderziehen zu müssen. In Richtung Chemnitz wird, denke ich mal, noch längere Zeit Stillstand sein. Auf der Anfahrt haben wir festgestellt, dass die Polizei Abfahrt Wilsdruff teilweise den Verkehr ableitet und von der Abfahrt Wilsdruff bis hierher, denke ich mal, die verbliebenen Fahrzeuge sich dennoch eine ganze Weile gedulden müssen. Richtig, bei solch eingeklemmten, unter Spannung stehenden Fahrerhäusern muss man auch mal von Weitem schauen, wie denn die Lage ist, welche Sachverhalte sich ergeben, wenn gewisse Schnitte gemacht werden. Die Gefahr besteht ja immer, dass wir den Fahrer dann durch nachbrechende Teile oder zusammenziehende Teile noch mehr einklemmen bzw. verletzen. Das ist heute ganz gut gelungen. Und also mein größter Dank an alle beteiligten Kameraden, ganz besonders heute an die Klipphausener Kameraden, die hier ganz tatkräftig zu Werke gegangen sind. Thank you.